Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig. Christopher Nkunku. Nordi Mukiele. Alexander Sørloth. Das könnte die Führung geben. Ein guter Block hier. Vorne der Ballgewinn. Er hält diesen Ball. Sensationell. Die Ecke kommt. Ballgewinn, gefährliche Position. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Pass kommt nicht an, das muss Einwurf geben. Jetzt Sabitzer. Auf ihn wird's ankommen heute, da bin ich sicher. Einer der besten Spieler der Welt. Schöner Versuch. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Jetzt der Ballverlust. Guter Pass jetzt. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Amadou Haidara. Dani Olmo. Alexander Sørloth. Jetzt schießt er. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Vorne jetzt die Balleroberung. Schießt er ihn rein. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Ah, sie verlieren den Ball. Im Moment wirkt RB Leipzig auf mich schon deutlich wie die stärkere Mannschaft. Also zumindest, was den Ballbesitz angeht. Kein guter Abschluss hier. Orban. Was macht er draus? Lange Flanke. Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Nochmal dieser Treffer. Da ist die Flanke. Und dann hat er am Ende keine große Mühe mehr. Hält nur noch den Schädel hin. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Christopher Nkunku. Super durchgesetzt. Dani Olmo. Und jetzt der Lupfer. An die Latte. Nur der Aluminiumtreffer. Es hat nicht viel gefehlt. Und sie hätten den Vorsprung weiter ausgebaut. Es bleibt bei einer knappen Führung. Jetzt Sabitzer.
bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Ball ist wieder weg. Da ist jetzt Platz. Sie geben den Ball ab. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Klostermann. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Gute Aktion. Grueso. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Christopher Nkunku. Dani Olmo. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Ja, der Schuss jetzt. Oh, da können sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Ecke kommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Einwurf für RB Leipzig. Lässt sich hier weit zurückfallen. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Klar, das gibt hier Einwurf. Zuspiel landet eben aus, gibt Einwurf. Die Gelegenheit für die Flanke. Christopher Nkunku. Ohne große Mühe gehalten. Ja, da müssen sie mehr draus machen. Das war eine richtig gute Chance. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Er passt ihn auf den Flügel. Er kann es machen. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen noch mal auf die Entstehung dieses Treffers. Erst dieser Doppelpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. RB Leipzig, die Nummer 18, Christopher Nkunku. Caligiuri. Felix Odukay. Strobel. Jetzt müssen sie aufpassen.
Ball an den langen Pfosten. Sie klären, Ball im Aus, gibt Ecke. Jetzt also hier der Endspurt und auch die Fans geben nochmal Vollgas. Das ist einfach klasse, wie die ihr Team unterstützen. Ecke kommt in den 16er. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Entschlossen geklärt. Angelino. Sie versuchen es. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Alexander Sörloth. Er versucht. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Super dieses Zuspiel. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Bei Augsburg. Es gibt einen Wechsel. Die Nummer 28, André Hahn. Neu im Spiel, die Nummer 27, Alfred Verbrugge. Jetzt kommt die Ecke. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. So mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Caligiuri. Gut den Ball verteidigt. Da haben sie jetzt den Ball. Wang Hee-chan. Macht er gut. Er schießt. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Den Ball holt er. Gut verteidigt. Das Pressing ist da. Da wird er unter Druck gesetzt. Justin Kluivert. Alexander Sörloth. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Was für eine Technik, mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Und das ist der Schlusspfiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend.